Moin moin lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Game Testicle. Das ist euer Raphael und ich habe heute eine weitere Folge unseres Madden NFL 17 Connected Franchise für euch. Mit dabei wie immer der liebe Flo. Hallo. Und der liebe Patrick. Hi. Und heute steht das Spiel, ja, Flo gegen mich an, die Rams gegen die 49ers. Bei mir so ein paar Verletzungen sorgen. Tylen hat sich verletzt, Jordan Reed raus. Ja gut, Dak Prescott wird jetzt Starter werden, er ist 74 overall, genau wie Kaepernick, das heißt, der wird Starter werden. Aber ganz wichtig natürlich heute das Duell, auch für den Flo, wenn du musst gewinnen, ne? Ich habe jetzt, ich glaube, von den letzten 4-5 Spielen, die wir simuliert haben, irgendwie 3 oder 4 verloren. Ja. Und jetzt wird es wieder eng mit der Wildcard, also momentan wäre ich noch drin, ich stehe 8-6. Ja. Direkt dahinter wären die Cowboys mit 7-6-1. Und dann die Saints mit 7-7. Also diese drei Teams sind im Rennen um die Wildcard. Und spielst du in der letzten Woche gegen Paddy? Jo. Ja. Ich spiele dann gegen die Seahawks, Paddy. Joa, das macht mir nichts. Das macht ja nichts, das ist ja gut. Weil wenn ich gegen die jetzt gewinne in der CPU, dann bin ich ein Sieg vorne und den Tiebreaker müsste ich auch haben. Oh also. Gott. Mein Left Tackle Joey Stelly sehe ich gerade, hat minus 2 overall verloren. Einfach weil er alt ist. Ja. Toll. Naja. Ich würde sagen, wir gehen dann rein in die Partie gegen Flo. Ich will natürlich gewinnen. Ich spiele 4-10. Gut, zu verlieren haben wir jetzt nicht so viel. Die Saison ist gelaufen. Jordan, wie gesagt, verletzt. Eric Armstead verletzt. Aber wir gehen jetzt rein. Geben das Beste, versuchen Flo zu schlagen. Und sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Und da sind wir auch schon hier live im Stadion bei den Rams. Ja. Die wollten da nicht lange spielen, oder? Hier? Nö, also in Woche 5 kam gleich das Relocation-Angebot, aber. Ja. Ich hab gesagt, nö. Hast du gesagt, nö, ganz ehrlich, bin ich raus. Ja. So, hier gestoppt, schön an der 24. Wir starten in der Defensive, gefällt mir prinzipiell ein bisschen besser. Wie gesagt, Eric Armstead leider raus. Müssen wir noch mehr über den Forrest Buckner machen. Muss der eben noch mehr Druck ausüben? Auch gut. Ja, bei mir sind eigentlich alle fit. Ja, und... Ja, gut gemacht hier. Schön gestoppt, Todd Gurley. Direkt mal für minus 2 gegangen. Sehr gut. So. Übrigens, Head Coach Chip Kelly sonnt sich gerade irgendwo. Also jetzt ist er nicht mehr Head Coach, jetzt ist er halt arbeitslos. Ja. Raphael hat den Sündenbock gefunden. Wir haben danach auch tatsächlich gewonnen, ein Spiel. Eins von zwei, aber hey, 50% Siegquote unter dem neuen Coach. Ich denke, damit kann man leben. Wer ist denn der neue Coach? Ja, ganz starker Pass. Der hat so einen dermaßen langsamen Release. Aaron Lynch. So, dritter und 23. Der neue Head Coach ist, das ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Ich weiß den Namen nicht, aber er ist gut. Also. Man kennt ihn, ne? Nicht. So, jetzt machen wir nochmal so weiter hier. Gute Aktion. Dritter und 23. Jared Goff hier. Ah, kann man machen. Bringt halt nicht so viel. Den spiele ich aus. Ich merke schon, der Raphael ist richtig gehypt jetzt. Wo er gegen den Vierter Flur und 12. Darf. Da wäre mehr drin gewesen bei diesem Screen. Ja, das stimmt wohl, ne? Das ist korrekt, Flo. Ja, ist okay. Ah, spring doch nicht in die Endzone rein. Verdammt. So, und jetzt starten wir erstmal schön in der Offensive. Wird eine angenehme Geschichte. Was machst du jetzt hier? Erstmal Rage Quit? Nee, ich wollte gucken. Ich hab's geahnt, ey. Trey Colin. Mason, ganz ehrlich, unter mir 81er overall. Der Junge entwickelt sich prächtig. Ja. Ganz, aha, ganz großes Kino. Darf er ja. Ganz, ganz großes Kino. Freut mich wirklich für dich. Ja, das ist wirklich toll. Ah, direkt mal hier 2 Yards. Weißt du, wenn man sonst nichts hat, woran man sich festhalten kann, dann muss man eben die kleinen Dinge im Leben feiern. That's what she said. Oh Mann. Du bist so fertig, ey. Wie klein ist er denn? Ey, yes, Junge! Yes, one, yes! Ach, komm, ey! Was, Johnson, wer ist das?
Was ist da? Ja, dein schlimmster Albtraum. Das ist wirklich lächerlich. Nochmal um die Frage, wie klein ist der? Ich sag mal so. Also, ich sag mal, im Floßfall schon sehr klein. Er hat 3 Schamhaare, aber nur 1 davon kann. Kann pissen, ne? Ja. 3 Zentimeter weniger und er wäre eine Prinzessin. Ja, ja. Jared Goff, ja, was macht er denn da? Einen schnellen Pass macht er da. Ja, weil rechts die Seite völlig blank war. Also ja, Dann nehme ich den dankend mit. Nee, kann ich verstehen. Die 4 Yards nimmst du mit, ne? Ja. Wir kriegen unsere Quarterbacks noch gebacken und dann werden wir auch irgendwann so in 3 bis 7 Jahren angreifen können, mittelfristig hier. Vor allem, ja. Das Angenehme ist, der Lag ist weg. Der ja, ich hole mir Tom Brady. Weg. Ich glaube, wir holen uns einfach Tom Brady am Ende der Saison. Und selbst dann findest du noch irgendwas zu meckern. Ja, weil er alt ist. Ja. Was ist das denn für ein Tier, ey? Ah, Todd Gurley. So, first down. Was, 4 Wide Receiver? Was ist das denn? Ja. Mein Handy ist runtergefallen. Läuft. Jared Goff. Junge, ich... Ja, wahrscheinlich, ey. Tavon Austin, Touchdown. Das war die Route, die ich geändert habe. Der wäre eigentlich so auf eine Sail Route gewesen. Aber ist kein Problem, wir kommen wieder zurück. Liegst du etwa schon wieder zurück? Nein. Wir führen nur noch nicht. Ach so. Oh, aber Wind geht ordentlich. 13 Miles per Hour. Aber es ist natürlich bitter. Man fragt sich manchmal, woran hat das gelegen. Aber am Ende der Saison muss man sagen, wir haben uns gesteigert. Weiß man nicht immer. Wir hatten, glaube ich, das schwerste Schedule. Ja. Ja, die Niners haben übrigens tatsächlich einen der leichtesten. Was? Jo, dieser Saison. Ich habe mich ja vor der Saison für das Preview quasi zur Saison erkundigt. Ja, und da die Niners, glaube ich, hatten das zweitleichteste oder so. Nee, wir hatten gesagt, das schwerste. Deswegen hatten wir auch gesagt 0-16. Könnte es sein. Oder was so? Ja. Nee, komm. Ja, doch. Wieso sollten die das Schwerste denn haben? Oh, da ist er, Trey Mason. Da ist er. 75 Yards. Komm schon, Junge. Hol es dir doch. Ah! Ah, da bricht er durch. Mit Power O. Das ist mein Junge. Das ist mein Junge. Gegen sein altes Franchise ist er am Start. Der bricht und da ist Trey Mason, Touchdown! Das gibt's 75 doch Yards für 2 Spielzügen! Der bricht hier Tackle um Tackle. Oh, da ist er. Los, Flo. Die Browns haben gewonnen. Ja, ich will es nicht so schnell eindeutig werden lassen. Willst du ihm auch seinen ersten Sieg hier in dieser Franchise, in dieser YouTube-Serie gönnen, oder? Ich denke mir jetzt haben wir schon 5-6 Pass und... Ja, die Leute deabonnieren schon. Ja, ich meine, er wird schon auf der Straße angesprochen. Alter, ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt hier... Aber wenn ich diesen Juke-Move nicht gemacht hätte, wäre Todd Gurley wieder zum Return durch gewesen, aber... Das ist doch nicht Todd Gurley, ist das Todd Gurley, glaube ich. Ja, natürlich. Hast du auch noch einen anderen Spieler eigentlich in deinem Team, oder? Ja, Todd Gurley, den zweiten. Der kann alles. Ja, der macht doch alles bei ihm, ne? Solide 3-4. 7-0 gegen die Seahawks. Ich würde ja fast sagen, dass das traurig, was er alles macht, aber... Ja. Jetzt mal wieder ein Inside-Run. Doch herrlich. Weißt du, ohne Jordan Reed haben wir trotzdem einen Touchdown gemacht, ja? Ohne den besten Spieler des Teams. Haben wir es einfach trotzdem geschafft. Ja, da hat er natürlich Glück gehabt, dass er da nicht den Sack kassiert hat. Da hat er Glück gehabt. Absolut Glück gehabt. Eieiei. 4 von 4 bringt er an den Mann. Ja. Und einer knapper als der andere. Ja, ich muss natürlich sagen, das ist auch von uns beiden unterstes Niveau heute. Übrigens, Jeff Fischer hat auch verlängert, ne? Haben sie einen ganz großen Sports verpflichtet. Ja, keiner weiß warum. Ja.
Ich hab, das war bei NFL-Memes oder so. Ach, also geschrieben. Ah, die scheiß Seahawks gleich. Erst 20. Oh, das ist schön. Musst du jetzt gegen die Hawks? Ey, die ja. Browns haben 4 Siege. Die können nicht mehr Siege machen am Ende der Saison als ich. Die können nicht, das geht nicht, ey. Die können nicht öfter gewinnen. Das kann nicht wahr sein. Das ist natürlich relativ bitter für dich, sag ich mal. Ja, das ist es halt wirklich. Junge, was ist das denn für ein Spielzug, ey? Halfback Counter. Ja, den hab ich dir noch gezeigt wahrscheinlich. Hast du noch auf meinem Let's Play geklaut, ey. Ach nee, doch nicht. Ich bin einfach eine billige Kopie. Ja, ist auch wirklich so. Das kann nicht wahr sein. 14 zu 7. Aber hier gibt's Punkte zu sehen in dieser Partie. Das ist ja unfassbar. So, das wird ja, jetzt, das ist jetzt der Endstand. Nicht so wie bei uns beiden. Nicht so wie wenn man gegen Paddy spielt. Das Spiel einfach kontrolliere. Weil wenn man gegen Paddy spielt, ist halt immer so eine Sache. Nein, jetzt geht hier auf einmal der Fair Catch oder was? Fair Catch an der 2, ja. Du bist so inkompetent. Ey, der Fair Catch geht auf der Xbox nie. Nie. Ja, das ist auch eine vernünftige Konsole. Alter, ich glaub das jetzt nicht. Weißt du, ich stell mir in dem Moment immer so vor, was geht in seinem Kopf vor, der Punt kommt, ach, probiere ich mal, ob das hier so geht. Ja. 2 Yard. Ey, das ist Reflex. Ich drücke öfter auf der Xbox, weil ich auf der Xbox immer so probiere, ob es geht. Es geht nie. Also einmal hat es, glaube ich, geklappt. Aber hier drückst du... Ja, läuft. Ja, da drückst du den Knopf und der macht genau das, was er und will. Und er macht das an seiner eigenen 2 Yard. Das ist großes Kino, ist das. Fang den doch, fang den doch. Also das ist ganz ehrlich, das ist großes Kino. Dak Prescott auch ganz stark. Hier und heute, 0 von 2. Du, da machst du nix, sag ich mal. Ja, ich habe eigentlich schon den Spielzug gestartet. Yes, was? Safety! Save over the flag. Ah, die Flag. Nein! Roughing the pass. Was? Ja, aber mein Freund, ey, jetzt sei mal nicht so hart zu Deck, ey. Du hast doch den Ball nicht mal annähernd geworfen. Doch. Nö. Der war kurz, der war... Ich, nö, Post-Stream. Ich bin dir in doch, die doch, Füße, doch, doch. Ich bin dir in die Füße rein und dann der wirfst war, du. Der war kurz vorm Screen schon, deswegen war das wahrscheinlich inakzeptabel. Finde ich auch gut, dass sowas dann geahndet wird seitens... der Coaches. Alter. Ich finde auch, da muss man einfach auch ein bisschen den Quarterback schützen in der Situation. Ja. Rafael cheatet sich jetzt zum ersten Sieg. Da muss man den Quarterback auch ein bisschen schützen. Weil sowas kann natürlich auch böse Verletzungen am Ende des Tages nach sich ziehen. Deswegen völlig richtig hier entschieden. Ja, das läuft doch hier alles. Ein Pass für 3. Also ein von 3. Naja, ich sag ja, es läuft. Läuft alles noch so, wie es laufen soll? Ist die Frage natürlich, wie lange geht das so gut? Oh, gut verteidigt. Dak Prescott, 1 von 4. Großes ja, allem, Kino. Weißt du, 3 Minuten 25 noch zu spielen und du bist schon wieder im No-Huddle-Mode. Also. Ja, natürlich. Man muss auch mal ein bisschen Würze ins Spiel bringen. So, ich gehe mit 14 zu 7 in die Halbzeit. Scrambled mit dem QB quer nach links raus und wirft schräg nach rechts. Ja, und fragt sich dann, warum er immer Interceptions wirft. Da frage ich mich, woran hat das gelegen? Dann ist natürlich Prescott schuld. Das ist richtig. Dass er die Physik nicht außer Kraft setzen kann, das ist natürlich lächerlich von ihm. Ja, Jeff Fischer, der braucht sich gar nicht so freuen hier. So, was machst du jetzt? Jetzt bist du nervös, ich merke schon. Nervös? Nö, ja. Ich hol mir den Sieg. Ja, ja, aber du bist aktuell ein bisschen nervös. Ich hab doch nichts mehr zu verlieren hier. Geht doch, Fumble. Recovered von mir. Da blitze ich einfach mal, da lasse ich 2 Middle-Linebacker rein. Wir müssen eben seine Party so ein bisschen versauen hier. Hey Flo, don't du schaffst make it das. Just think I said so. Ich hoffe, der Rafael gewinnt kein Spiel hier. Ja, ja, das ist mir so egal mit dem Team. Also das dauert noch ein bisschen, ja, ja. Bis wir da... Ich hoffe, nächste Saison ist ein bisschen besser. Wir arbeiten uns langsam nach oben. Er will hier Sieger der Herzen werden. Ja, was ist das denn für ein Typ, ey? Der nimmt doch irgendwas. Das ist doch nicht mehr normal.
Der ist doch ein Pferd, das ist doch kein Mensch, ey. Das ist also. Ja, der ist auch unten rum ein Pferd. Der läuft dreibeinig durch die Gegend, Todd Gurley. Oh Mann, ey. Deswegen ist ja, der macht den Doppelstiff-Arm und hält. Oh nein, ey. Also nein, diese Vor- nein. Ich habe immer Kopfkino bei sowas. Das ist ja, gut, ey. Das ist echt. Fährt den dann aus während dem Spiel. Spectacular Catch. Oh, bekommt Mann, irgendwie ey. Eine ganz andere Bedeutung. Der Quarterback Bedeutung. Hat immer dieses, wo die Spielzüge drauf sind und er hat da ein paar Bilder drunter. Die guckt er sich vom Spiel so an. Er ist mir überfordert, weil er hat das ganze Playbook drauf. Der Girly Todd. Ach Gott. Ah, der Duke Move ins Haus. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ihm einfach so ein Kreuzbandriss. Das wär's. Dann würde ich ihm wirklich gönnen. Also, woran hat ihr Lehen? Ja, woran hat ihr Lehen? So ein Kreuzbandriss, das hätte er sich verdient. Kann eine kurze Auszeit nehmen. Von seinem Leben. Och Mensch, auf einmal. Wieder der Release. Der Kreisreceiver war frei. So. Also noch ist ja alles im grünen Bereich. Ja, das Field Goal reicht mir. Wir müssen nur wieder ein bisschen konzentrierter dann spielen gleich. Ach komm, ey, ganz ehrlich. Todd Gurley. Ich boykottiere gleich diese Partie, ey. Ja, weißt du, du spielst aber auch eine Verteidigung, wo einfach nur ein Defensive Tackle und der Right und der Left End mega weit außen stehen. Also ja, switche ja. Ich natürlich. Aber nein. Ich hatte eigentlich den Pass drin und switche dann einfach auf den Lauf, weil so viel Platz ja, das ist. Ja, das kannst du ja machen, ne? Ja, das ist... Völlig zu Recht macht er das aber auch. Ne. Verteidigung lesen und schon geht's ab. Der liest dich halt wie ein... Ja, weißt du, wenn's mit Lag schon ein Sieg wird. Ja, das ist natürlich da jetzt heute keine Frage, das hatte ich mir schon gedacht. Ihr kriegt das alle noch wieder, meine Lieben. Ihr kriegt das alle noch wieder. Ja, nur das Problem ist, bis du dein Team so weit hast, gibt's wenn das 18. Team erstmal... Ja. Das Team, das wird schon noch, das kommt noch. Ich wollte eine Herausforderung, ja? Das ist doch wohl legitim. Ja, wäre schön, wenn wir die auch mal hätten. Oh. Ui. Ich wollte schon auf Three-Man ob die Dinge, weil ich dachte, der 80 Yards Touchdown, mein Freund. Ja, du musst halt sagen, deine zwei Touchdowns, ein langer Pass und zwei Läufe. Sonst hast du nichts auf die Kette bekommen. Nö, ne, brauch ich ja nicht. Solange das klappt, ist doch gut. Ja. Siehst du hier, 21-14, wir sind doch wieder im Geschäft. Ja, ich mache jetzt noch das Field Goal und dann. Corey Coleman. Auf den Mann ist Verlass. Auf jeden Fall. Ey Junge, der Typ ist nicht mehr, der regt mich so auf, ne? Der regt mich so auf. Das ist nicht mehr normal, ey. Todd Gurley? Ja! Oh. Das ist nicht mehr normal. Das ist doch Cheaten. Ich mach gleich 12 Manndeckungen auf ihn. Reicht nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, ey. Junge, ach komm, weißt du? Flag, siehst du, zu Recht hier. Holding, Offense, siehst du. Komm, Kenny Britt, ne, illegal block in the back, aber Kenny Britt.
Hast du die Client? Eieieiei, da machst du nichts. Warum ist immer noch 1. und 10? Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Oh, Junge! Ich lauf... Nein! Schon einigermaßen bitter, das Ganze. Acht von acht, Jared Goff. Sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter die Saison. 4 Siege. Ja, finde ich auch. So, jetzt Field Goal und... Wir hoffen mal, dass wir einen Cornerback kriegen können am Ende der Saison noch irgendwie. Stevon Gilmore oder so könnte frei werden. Und Geld haben wir eher am meisten, also... Ist das so nicht mal das Problem? 10 bis 15 Positionen, wenn du die geupgradet hast, dann läuft es. Ja, dann läuft es. Ja, das Problem ist, meine Secondary gefällt mir halt echt nicht. Das ist zu leicht hier. Das ist zu leicht. Und in der Defensive kannst du nicht so viel beeinflussen. So. Aber dann muss halt deine Offense auch mal überzeugen, wo du was beeinflussen kannst. Oh, 2 Touchdowns gemacht. Achso. Ach komm, ey. Todd Gurley, Touchdown Nummer 4. Kann man den Jungen nicht einfach bitte hier irgendwie entfernen? Kann man den nicht einfach irgendwie entfernen, ey? F4. Also das ist doch nicht mehr normal. Also das ist halt echt nicht mehr normal. So, Defense schläft auf beiden Seiten. Schwach, wirklich schwach. Oh. Oh nein, da wäre doch fast durch gewesen. Der Panther. Touchdown. Der Panther macht das Tackle. Ja. Läuft aber auch dann gar nicht bei dir, ne? Ne, wenn es nicht läuft, läuft es nicht, ne? Da machst du nix, ey. Junge, ey. Warum verletzt so, es sich nicht? 21-10 für mich gegen die Seahawks. 2 Minuten noch. Das sollte durch sein. Ja, Junge, ganz ehrlich, töte ihn doch direkt, ey. Tritt ihn doch direkt das Knie durch. Ja. Ja, du wünschst den Leuten hier Kreuzbandrisse. Jetzt kriegst du alles zurück. Einer reicht nicht mehr, ganz ehrlich. Das reicht nicht mehr. Ganz ehrlich, mit der heutigen Form läuft er dir auch mit allen gerissenen Mann, Kreuzbänden. Aaron Donald, ey. Was ist denn los mit ihm, ey? Oh, der hat 2 Spieler, die was können, ne? Der Rest kann nix. Ja. Der Rest, das sind nix Könner. Das Wichtige ist, derjenige mit dem Können sitzt am Controller. Ja, nee, eben nicht, ey. Da ist hier Todd Gurley und Aaron Donald, ey. Ah. Kann doch nicht wahr sein. Hassan. Weggeswattet. Das ist jetzt nicht mal Das ist jetzt einfach nur Scheiße, ist das. Genau wie die ganze Saison, ey. Weil die Leute nämlich keine Lust haben hier. Guckt sie euch doch an hier, diese Spinnerbande. Prescott, nochmal. Prescott 4 von 10. Ja, toll. Glückwunsch. Ja. Was ist das denn, aber ey? Aber du bekommst den Ball.
Ich genauso mit. Schwarz wie die Trikots ist die Saison gewesen, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Und Johnny Manziel. Ja, hat er doch schon. Er hat doch schon die Konkurrenz, er hat doch schon alles gekauft hier. Ja, ach das komm. Das hat ja auch nicht zu ertragen, was du da zeigst. Ja, ist es auch nicht. Ist es auch nicht. Also ich meine, ich kann auch schön. Verstehen, wenn die Leute jetzt schon abgeschaltet haben, weil ganz ehrlich, sowas will ich nicht sehen auf YouTube. Ja, das kann auch sein, dass das zensiert wird. Ich merke mir das. So Copyright-Strike wegen scheiße Spielen tun die 49ers auch echt. Wo ist merk der Unterschied? Ne, merke ich mir. Alles gut. Ist doch kein Problem für mich. Ist doch easy. Guck mal, aber Corey Coleman. Das ist ein Mann. Der kann's. Da haben wir eh wieder Corey Coleman. Das Spiel ist hier noch nicht gegessen, meine lieben Freunde. Das Spiel ist noch nicht gegessen. Und da haben wir Corey Coleman! Ich drücke auf SWAT und was macht der? Läuft einfach mal am Spieler vorbei. So. Komplett vorbeigelaufen. Kommt er jetzt wieder zurück? Nö, jetzt kommt Gurley wieder. Der kleine... Todd Gurley fick ich aus seinem Leben. Er verschiebt den PAT. Was? Ich raste aus. Ja, du hast bestimmt den Wind nicht mit einberechnet, sondern einfach nur gedrückt, aber das ist 13 Miles per Hour. Nee, ich hab den Wind eigentlich schon... Ich hab ein bisschen nach links bewegt. Ein bisschen. War zu wenig. Ja, hättest leider. Eigentlich noch, also der Wind geht übrigens nach links, das heißt, du hättest nach rechts bewegen müssen. Ich hab das so gemacht, dass es passt eigentlich, ne? Naja, also. Janet nicht. Ich meine, du kannst mir jetzt hier nicht erzählen, dass du es gemacht hast, dass das passt und dann kommt sowas raus. Ja, aber wir werden es ja sehen hinterher im Videobeweis. Ja, genau, wir analysieren das gleich. Jared Goff, das sind doch alles keine Spieler hier. Junge, geh doch mal drauf. Ich ficke Todd Gurley. Ich schwöre bei Gott, ich ficke Todd Gurley. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Ey, ganz ehrlich, ey, das ist doch nicht mehr normal. Ich sehe schon die Leute, wie sie feiern, wie ich mich hier aufrege, aber das ist nicht. Das ist einfach nicht mehr normal, ey! Es klappt aber auch jedes Mal. Rage doch mal nicht so, das ist ja echt lächerlich. Ja, ich geb dir gleich. Das Mann, ist doch, da kann ich auch zu Elo-Trix gehen, weißt du? Das ist doch kacke hier, komm, Junge! Dreht ihn doch mal das Schienbein durch. Das kann doch nicht wahr sein, Mann! Ich hab mich noch nie so aufgeregt. So, ich hab gegen die Seahawks gewonnen. Hä? First Round. Wir haben gerade die erste Halbzeit vorbei. Ja, was spielt ihr denn, oder? Ja, wir spielen Football. Ey, was du spielst, weiß ich nicht. Ich spiel Football. Ja, es sind 2028, ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier Weltenunterschied haben. Ja, ihr jetzt. Könnt beide keine Defense spielen. Wie oh, Junge, geh doch mal drauf da. Geh doch mal drauf. Neun Rushes. 149 Yards. Ey. Nee. Doch, sag ich. Doch, ganz klar. Nee, ist doch. Das boykottiere ich, die ganze Geschichte. Ich fordere hier Dopingkontrollen an bei ihm. Schon nicht mehr normal. Frechheit ist das, Frechheit, ganz klar. Der hat doch irgendwas genommen. Das ist doch nicht mehr. Ja! Oh. Ja! Natürlich das. Fängt er den noch! Also, nee. Ja, nee, ja. Junge, der lag auf dem Boden und fängt ihn noch. Nee. Ja. Einfach nein, ne. Einfach nur nein. Nein? Ja? Nein. Ich geb dir gleich. Mann, Jared Goff, jetzt mach doch mal eine Intercept. Fast. Ich glaube es echt nicht, ey. 12 von 13. Das war Ende des dritten Viertels der erste Ball, der daneben ging. Nee. Weil alle davor waren ja auf Todd Gurley. Das ist doch nicht mehr normal. Nein, das wollte ich nicht machen. Ja, nee, du brauchst jetzt nicht so lange überlegen, wie du deine Interception wirst. Dum, 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 dum. Und da ist die Interception! Ja! Dieser Emotionswandel von ich hab keinen Bock mehr. Ja. Das ist doch nicht mehr normal, ey. So.
Jetzt kommt doch hier wieder das lange Ding. Jetzt läuft der Hase hier auch schon wieder ganz anders. Jetzt haben wir hier schon wieder ein ganz anderes Spiel. Ja, jetzt wirft er gleich wieder in die Double Coverage und Triple sogar, aber kann man. So Kacke ist. Prescott Kacke? Nee. Mein Freund. Ja. Guck mal, Corey Coleman, 10 Touchdowns gemacht in dieser Saison. Jetzt zieht das Spiel auch wieder in die Länge hier. Ja, du hast gesagt, du musst um 8 weg, deswegen haben wir gedacht, machen wir länger. Ja, dachte ich mir auch schon. Hilft für alles nichts. Ich meine, was willst du machen? Fang den doch. Er wird übrigens wirklich warten müssen, dann wäre er zum Touchdown schön durch gewesen, ey. Das ist natürlich bitter. Wie viel steht's denn jetzt? Bring ich mal 20, 28. Es läuft. Alles gut. Manchmal fragt man sich, woran es gelegen hat, aber ansonsten läuft es. Ja, Junge, was du hier spielst, ne? Beim Slipscreen gesackt. Was du hier spielst, ne? Das funktioniert? Ja, bis ich spiele jetzt einfach immer Three-Man auf Deep und es funktioniert. Bis ich meine Läufe auspacke, mein Freund. Dann frage ich mich, wie du dann schaust. Fumble, hol ihn, komm. Ja, ist ja egal, Vierter und Hauptsache der Dicker hat den Ball, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Quinn auch 2-6, ein Tackle. Nicht mehr normal, ey. Das ist doch scheiße hier. Mann! Wie lange habt ihr noch? So ruhig. Letztes Viertel. Ja. Oh, Mist. Jawohl, an der 1. Das war geil. Ja, Mann. So. Jetzt geht's los. Jetzt wird's hier noch unnötig spannend. Jetzt haben wir hier eine Partie. Jetzt haben wir eine interessante Partie. So lobe ich mir das. Wahrscheinlich ist die Folge viel beliebter als die anderen beiden, wo ich einfach dominiert habe, aber das will ja keiner sehen, weißt du? Lassen wir direkt raus, ne, sagst du. Oh Mann. Ne, ich glaube, die waren auch gut. Das Schlimme ist, ich habe mich nur von Folge zu Folge mehr aufgeregt. So, Jared Goff. War ja wieder klar. War ja wieder einfach klar. Du machst aber auch die Mitte wieder frei. War ja auch einfach wieder klar. 10 Rushes, 158 Yards. Ja. 4 Touchdowns. Das ist ein schlechter Schnitt. So, schauen wir mal, was er jetzt macht. Ach komm. Weil ich mich auch ständig auf dem Boden mittlerweile schweiße vor lauter. Vor lauter Hass. Oh Mann, ey. Ja. Ah, schade. So. Dritter und 1. 4 Wide Receiver. Bei ihm läuft es, muss man sagen. Ja, wer läuft genau? Gleich der Sanitäter, wenn ich seinen Todd Gurley erwische. All diese leeren Versprechungen hier. Diese hässlichen kurzen Pässe immer, ey.
3 Minuten. Die Zeit natürlich auf seiner Seite so ein bisschen, leider Gottes. Aber wir schauen mal. Wir versuchen natürlich das Beste draus zu machen. Noch ist alles drin. Noch ist hier alles drin. Bewegt deinen Arsch zurück, ich wollte gerade sagen, ey. Ach, Junge, der Typ, das ist doch Cheaten. Da kannst du gar nichts dagegen machen. Da kannst du gar nichts machen, ey. Nichts. Penny ist einfach still und ruft einfach nichts. So, jetzt gehen wir erstmal in die 2-Minute-Warning. So, ah. Hot Girly. Weil ich habe jetzt schon die ganze Zeit, man muss ja auch sagen, er ist ja einfach mal 8 Punkte hinten. Aber er nimmt auch noch keine Timeouts. Also. Ja, natürlich nicht. Ich meine, gut, mit der 2-Point ja, kommst du ran, aber... Er versteht das ja auch nicht so genau. Was labert ihr? Der spielt das doch nicht. Ja, ihr reißt mal eure Klappe nicht so weit auf hier. Das kriegt, also die Zeit wird kommen, ne? Ich sage es euch. Die Zeit wird kommen. Ja. In der du das Spiel auch mal lernst? Die Zeit wird kommen, in der mein 1,5-jähriger Sohn gegen dich gewinnt. Wenn du jetzt hier. Flo, wenn du jetzt hier ein Fake machst, ne? Flo, wenn du hier ein Fake machst, ich setz mich in Zug. Also. Ja. Kannst du dich hier reinsetzen? Er rollt runter. Kannst du dich hier reinsetzen? Ich mache halt nicht auf, aber... Wenn du jetzt hier einen Fake machst, also dann... Also, nee. Pun Fake. Ah, schade. Da habe ich solide an der 20 starten. So, und jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir ein Spiel. Weiter rechts, jetzt haben wir ein Spiel. Da geht doch jetzt einiges. Da kann man jetzt schon mit arbeiten. Also 2 Minuten, 2 Timeouts, 8 Punkte. Das riecht nach Sieg. Also nach Overtime. Nein, ihr wollt mich da verarschen. Nö, Run für 0 Yards, das passt schon. Er nimmt einfach das Timeout bei 1,46, Rest, er hat jetzt nur noch 1. Und steht an der eigenen 20. Reicht ja auch. Ich brauche nur noch ein Timeout, ich brauche nur noch 2 Spielzüge. Ja. Dann habe ich den Touchdown. Ja. Sehr schön. Weißt du, geh halt noch. Ja. Nee, ich gebe jetzt keine Tipps. Nö, machst du auch nicht. Ja, aber trotzdem, ich meine, 1,40 vor Schluss bei 1,57 hast ist du den doch Ball auch gut. Und du wirst nur die Tiefen. Ist doch gut. Ja, wahrscheinlich, ey. Ich intercepte den Screen beinahe noch. Warte, ein kleiner Hinweis. Ich spiele schon seit einer halben Stunde Three-Man Update, das ist Mannverteidigung. Und du wirfst mir jetzt echt den Screen hier rein? Ja, das mach ich auch. Ich bin konsequent. Sieht nicht gut aus für dich, oder? Oh, Junge. Ich spiele die ganze Zeit Three-Man Update und er wirft mir echt zum zweiten Mal den Screen rein. Wir können nächste Woche gerne nochmal gegeneinander spielen und ich gebe dir so ein paar Tipps vielleicht. Ja, genau. Genau das machen wir. Paddy, das klingt nach einem guten Plan. Da freue ich mich drauf, Paddy. Ja, komm. Gesetzt. Du hässlicher Aaron Donald, ey. Das war Quinn, aber der hat auch schon... Ja, gesetzt. Der ist genauso hässlich. Ich sag gar nichts mehr. Ich will schon gar nicht mehr in die Facecam-Kamera gucken. Die Facecam-Kamera? Ja. Oh Mann, das ist echt schwer mit dir. Ja, ist es auch wirklich. Ich klicke mich jetzt mal nicht rein. Sehr schön. 3.18. Oh, Tampa Bay. Oh, Tampa Bay hat verloren. Spiele wurden heute immer schlechter, ey. Ganz ehrlich. Tampa Bay steht 7-8. Das heißt, der Sieg wäre überlebenswichtig. Ja, danke, gut, dass du sagst. Finde ich gut.
Also hast du gewonnen jetzt, Flo? Nö, 47 Sekunden. Er steht an meiner 46. Aber gewonnen, ey. Gewonnen, mein Freund. Aber hier, die Messe ist hier noch nicht gelesen, ne? Das ist klar. Ja, es sind alle kaputt. Na toll. Ist ja klar, du lässt dir die ganze Zeit das Feld auf. Ja, Junge, bleib doch mal stehen und fall Robert doch nicht Quinn, um, Robert Quinn, 4-6, 3 Tackle. Ja. Alle auf Doping überprüfen vor allem, hinterher, ey. Alle. Warte, kurz. Noch ein Tipp. Warum spielst du jetzt No Huddle? Jetzt bleiben deine schlechten Spieler auf dem Feld. Deine schlechten Spieler bleiben jetzt auf dem Feld. Ja, was soll ich denn machen? Er spielt weiter No Huddle. Das stört ihn nicht. Ist okay, nee, das stört mich auch nicht. Hat ihn halt einfach nicht. Akzeptier das doch. Junge, seh doch mal zu. Ja, Flag hier, voll Start. Ja, Beste. Siehste? Er macht auch 10 Minuten aus 40 Sekunden, macht ihr. Hauptsache, er schreit hier rum wie ein Wahnsinniger. Ich schrei gar nicht. Alles ist gut. Corey Coleman, Das ist mein Mann hier. Das ist mein Mann. So, jetzt muss er in die Endzone. 7 Sekunden. Ich muss gar nichts. Ich kann. Yes, Mann. 3 Sekunden. Den Intercept, eigentlich muss er den intercepten, aber es ist jetzt egal. Hätte, wäre, wenn, ne? Weißt du Bescheid. Ja, ja. Drei Sekunden, Leute. Ne? Es sieht gut aus für uns. Oh Mann. Yes, Mann, yes. Ja. Na, am Ende hat er einfach mehr Glück gehabt. Ja. Am Ende hat er einfach mehr Glück gehabt. Nee, also, muss man auch sagen. Kann man nichts machen. Ja. Weißt du? Nee, ich schäme mich ganz auch. Ganz ehrlich, bei dem Glück, du sollst heute echt noch Lotto spielen gehen. Ja, ich schäme mich auch schon. Also total. Achso, ja. Es ist jetzt vorbei. Ja. Ja, ja. Die Hinrichtung? Hinrichtung? Das waren 8 Punkte, ich bitte dich, ey. Okay. Ja, weil ich habe 5 und trotzdem ich habe in der zweiten Halbzeit. Also. Ja, ich, das Ding ist halt, ich war halt einfach nur schlecht. Ich habe in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr gemacht. Ja, ich war halt auch einfach nur schlecht, das ist halt das Traurige. Ja, ich kann jetzt auch hier nicht, was weiß ich, mit 90 aber zu 20. Ende der Saison, nächste Saison wird besser. Jo. Ja, bestimmt. Also der Rekord wird dann nicht mal mit 4, da sind wir mal 5. In der Zwischenzeit spiele ich dann noch gegen den Flo, gewinne den Super Bowl und alles wird gut, sag ich mal. Machst du alles zwischendrin, das läuft. Ja. Ja, Leute, sorry, ne? Ich habe nicht geholfen, ne? Was heißt hier sorry? Das kannst du im Owner-Mode sagen, wenn sie kein anderes gutes Spiel sehen, aber ich meine, sie haben hier immer. Ja, nee, es tut mir leid. Sie haben auch hier 3 gute Performances zu sehen bekommen. Ja. Also insgesamt. Der Corey Coleman war 3-mal wirklich ganz, ganz akzeptabel. Ja. Hast du eigentlich recht? Mann, nein, das war schon gut. Also Flo hat auch verdient gewonnen. Ja, natürlich. Das erste Mal war ja wohl alles aber nicht verdient. Wer mit Lag gewinnt, wenn das nicht verdient ist. Ich muss sagen, ich bin an der Stelle auch ein fairer Verlierer. Wenn du meinst, ich habe verdient gewonnen, dann muss ich auch dir zugestehen, du hast verdient verloren. Cool. Du bist ein großer Sportsmann. Ja. Flo, du bist einfach ein großer Sportsmann. Ja, also ich sage, gewinnen kann ich. So. Mir ist das egal, weißt du, weil Pietro würde sagen, es ist mein Ruf, der kaputt geht, nicht deiner. Ja. Das ist mein Ruf, also nicht bei deiner. Bei Flo sieht man ganz klar, aber Flo, weißt du? Videos. Ja, eben. Ja, ist zu Recht. Ja. Aber Hauptsache Alessio geht's gut. Das ist die Hauptsache. Ja, das ist auch für mich das Wichtigste. Ja, das ist wirklich egal. So. Sie können über mich sagen, was sie wollen, weißt du, aber nee, Alessio. Oh Mann, ey. So, die Quality, die war unacceptable. Ja, dann moderieren wir Viereck. Und ja, mach... Der Meister hat gesprochen, ich soll abmoderieren. Die Quality der Verbindung und nicht deines Spiels. Ja. Läuft, Flo. Wie gesagt, ich merke mir das alles.
Bis wann? Bis morgen? Ich werde auch zurückkommen, ja? Jetzt zieh die Folge nicht in die Länge. Ich muss seit 15 Minuten ausmachen. Paddy müsste schon seit 15 Minuten im Bett sein. Echt. Und jetzt machen wir Schluss, ja, weil Paddy muss ins Bett. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben für Flo's Performance. Check aber Facebook, bitte Twitter, keinen Instagram. Daumen nach unten für Raffas Performance. Das ist ganz wichtig. Ja, das wird sowieso nicht passieren. So sind die Leute nicht zu mir. Mhm. Check Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat aus. Und ja, dann danke an Paddy und Flo. Ja, bitte. Ciao. Jetzt ist die Facecam abgekackt. Ach, kein Problem. Tschüss. Hau da rein, bis dahin. Tschüss.